Herzlich willkommen zu einer neuen Meditation und heute schauen wir uns einmal Entspannung an und zwar Entspannung im Kontext mit alten Gedankenmustern oder Sentimentalitäten. Das wären für mich so alte Emotionen, die da stecken, die blockieren, dass du selber klar runterkommen kannst, das heißt klar ins Hier und Jetzt kommen kannst und dadurch natürlich auch gut regenerieren kannst. Und wir lösen jetzt einfach einmal so alte Vernetzungen ab, also alles, was steckt vom Kopf her, vom Herz her, von den Gefühlen her und schauen eben, dass wir dann ganz ins Hier und Jetzt kommen können. Dort, wo wir eben entspannen können, wo wir auftanken können. Und ich lade dich jetzt gleich mal dazu ein, schließ mal deine Augen und atme gleich mal tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Mit jedem Atemzug wirst du dann immer ruhiger und entspannter. Und erlaube dir jetzt einfach mal von deinem körperlichen Gefühl her, gar nicht von den Gedanken her, sondern über deinen Körper nur mal zu fühlen, wie es sich anfühlt, wo du jetzt gerade sitzt. Also wie fühlt sich denn jetzt gerade der Sessel an oder wenn du liegst, dein Bett, die Couch? Also wie fühlt sich denn das an, wo du jetzt gerade wirklich deinen Körper in die Ruheposition gebracht hast? Also fühl wirklich mal so zu deinem Hintern hin und weiter von deinem Hintern entspann mal ganz bewusst auch deine Beine und runter Oberschenkel, Knie, Unterschenkel bis zu den Fußflächen und erlaub dir jetzt auch mal beide Fußflächen, deine Füße ohne Druck am Boden oder der Unterlage, auf der du liegst, wahrzunehmen. Einfach nochmal dein Hintern, dein Becken, deine Schenkel, Knie und Fußfläche. Dein ganzes Bewusstsein sammelt sich jetzt in den Füßen, Knien, Becken und bei deinem Hintern. Und das ist dein Ankerpunkt im Hier und Jetzt. Das ist die Gegenwart. Und von diesem Punkt weg, von diesem gegenwärtigen Punkt weg, fließen nun Ströme von Energien in die Zukunft, in die Vergangenheit und auch seitlich zu anderen Personen in andere Dimensionen weg. Aber du bleibst klar bei deinem Hintern, Becken, bei deinen Füßen, im Hier und Jetzt, in dieser Position, in dieser Stabilität. Und in dieser Kraft, in dieser Energie, in dieser Gegenwart, in dieser Basis, ja, du machst die Gegenwart zu deiner Basis. Meine Basis ist das Hier und Jetzt. Und du kannst dir das jetzt so vorstellen, als würdest du wirklich mit Lego-Steinen etwas aufbauen. Ja, so Stein für Stein für Stein für Stein. Dass du dich ins Hier und Jetzt aufbaust. Und zuerst nimm nochmal dein Becken, deine Hüfte, dein Gesäß. Dein Bauch, dein Nabel,
dein Solarplexus, dein Brustbereich, die Schultern, der Hals, der Kopf, deine Arme, all das baut jetzt auf der Gegenwart auf. Aspekt für Aspekt, sodass du absolut im Hier und Jetzt bist. Und nun gibt es aber nicht nur äußere Elemente, die deinen Körper ausmachen, sondern auch innere Elemente. Soziale Prägungen, Prägungen der Vergangenheit, alte Gefühle, Enttäuschungen, die vielleicht in dir stecken. Oder auch Gedanken an die Vergangenheit oder die Zukunft oder an andere Menschen, die du jetzt nicht brauchst. Genauso wie Gefühle an andere, die dich jetzt irgendwie binden oder verbinden und dich aus dieser Mitte, aus der Gegenwart rausholen. Und das sind jetzt so Bausteine, Lego-Bausteine, wenn du möchtest, die jetzt mal in die Waschmaschine kommen. Und die steckst du jetzt alle, so dein Herz, dein soziales Wesen, Kindheitsthemen, Gedanken, alle Lego-Bausteine, die innen jetzt noch reingebaut gehören bei dir, kommen jetzt erst einmal in die Waschmaschine, in einen Kopfpolsterbezug und da stecken die drinnen, gibst du in die Waschmaschine in einen Reinigungsgang. Und die Waschmaschine reinigt das jetzt von vergangenen Verbindungen, von zukünftigen Ängsten, von allen Blockierungen, die dich da jetzt noch beeinträchtigen. Und alles wird jetzt rausgenommen und Schritt für Schritt gereinigt und gewaschen. Und nun sind diese Elemente auch fertig in der Waschmaschine. Und du konzentrierst dich noch einmal auf deinen Hintern, auf dein Becken, auf deine Fußsohlen, dieses Fundament, auf dem du dich aufgebaut hast. Und jetzt kommt deine Leichtigkeit, deine gereinigte, dein Ich und die anderen, dein Herz, deine Kommunikation, deine Gedanken, all das kommt jetzt nochmal rein, wird aufgebaut aus der Waschmaschine. Diese ganzen Fragmente baust du jetzt auch zu dir selber auf. Und du spürst jetzt, wie du in dir ganz klar und ruhig und rein bist. Und diese Reinigung und Reinheit fließt jetzt auch in die Gegenwart über. Reinheit in Gedanken, Reinheit in Gefühlen. Und diese Reinigung, Reinheit, gestattet es dir jetzt, dass du absolut in ein weißes, strahlendes Licht getaucht wirst, das aus dir durch dich hindurch strahlt. Und dieses weiße Licht grenzt dich ab, reinigt dich und bringt dich absolut in deine Mitte. In diesem Licht bist du verankert und bist du ganz klar und würdevoll und stabil. Du bist absolut gegenwärtig in deinem Bewusstsein. Und du erlaubst dir jetzt diese Qualität, diese Gegenwärtigkeit in jede Zelle deines Bewusstseins fließen zu lassen.
Stück für Stück, Schritt für Schritt. Und du spürst jetzt dein ewiges Licht, dein Bewusstsein durch dich hindurchfließen, sodass du zu einem gesamten, inspirierten Dasein kommst. Und diese Inspiration kommt durch die Gegenwart und die Entspanntheit. Und blick dich jetzt in diese Energie mal ganz bewusst um und mach dir mal bewusst, wo sind denn deine Alltagsgedanken und Sorgen hin? Wo sind denn irgendwelche Stressfaktoren hin? Du spürst, die sind nicht mehr vorhanden. Und in dieser Kraft, in dieser Klarheit, in dieser Urenergie, in dieser Schöpferenergie, erlaubst du dir jetzt absolut gegenwärtig zu werden? Und dich zu verankern. Verankere dein Bewusstsein im Hier und Jetzt, sodass du alle Wege, wo du wieder abkommst in die Vergangenheit, in die Zukunft, dich seitlich irgendwie verstreust, dass all diese Tore jetzt erstmal geschlossen sind und du absolut bei dir bleibst. Und in dieser Energie atmest du jetzt mal tief ein und wieder aus. Und damit schließen sich alle Tore hinter dir. Nochmal tief ein und wieder aus. Und alle Tore in eine Zukunft, die nur auf Gedanken oder Ängsten oder Sorgen basiert, schließen sich. Und noch ein drittes Mal tief ein. Und wieder aus. Und damit schließen sich alle Kanäle in die Gegenwart, ins Hier und Jetzt. Alles, was jetzt quasi dich zu anderen verstreut ins Soziale rein. Und du spürst jetzt, dass du absolut in deiner Mitte, in deiner Gegenwart bist. Und dass diese Gegenwart dir Schritt für Schritt folgt. Und dass du absolut in deiner Kraft, in deiner Klarheit bist und dadurch immer entspannt, aber kraftvoll. Dein Leben gestalten kannst. Und du atmest jetzt nochmal tief ein. Und wieder aus. Spürst noch einmal wirklich die Gegenwart und dein inneres Licht. Und kommst dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt zurück in dein Alltagsbewusstsein zurück und bewegst dich erstmal. Und spürst aber noch einmal diese Erdung, bleibst auch im Hier und Jetzt natürlich. Und wenn du dich gut wahrnehmen kannst, deinen Körper gut spüren kannst, dann öffnest du deine Augen und kommst wieder ganz zu dir zurück. Wie ist es dir gegangen? Was hast du wahrgenommen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt drauf. Lass mir gerne einen Daumen hoch, da abonniere den Kanal, teile das Video und ich freue mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Aus dem wunderschönen Lenz, dein Oliver Reni. Tschüss.